So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und da habe ich Sabrina mal wieder übers Ohr gehauen. Die hat nämlich gestern Abend mir geschrieben, hat mir so drei Bilder geschickt, so von Pokémon und hat gesagt, hier für dein Ankündigungsvideo, du wirst ja bestimmt gerade da sitzen und eine News-Folge machen zu den Neuigkeiten, die gerade rausgekommen sind und ich ganz cool und gelassen, warum? Warum soll ich denn ein News-Video machen für Sachen, die eh jeder in seiner Ingame-Benachrichtigung sieht, ist doch Quatsch. Jetzt habe ich gestern Abend also kein News-Video gemacht, aber heute werde ich mich dazu äußern und einfach meine Meinung dazu sagen, jetzt wo schon alle anderen Leute natürlich News-Videos darüber gemacht haben. Trotzdem lasse ich mir das nicht entgehen. Erstmal habe ich aber was für euch vorbereitet. Ich habe nämlich nochmal 9, 7 Kilometer Eier mitgebracht, mit nach Hause. Die werde ich jetzt hier mit euch ausbrüten, gucken, von wem die sind, gucken, was da drin ist, gucken, ob ein 100er dabei ist, irgendwas. Und dann gehen wir mal kurz auf die News ein, denn Raid mit Ramses wird das neue Format. Ihr raidet mit mir, ich lade euch ein, ich mache 5er Raids. Leute, die keine 5er Raids machen können, kann ich einladen, dass die von mir durchgezogen werden. Das klingt doch ganz vernünftig, was das damit auf sich hat. Gucken wir uns aber gleich an. Erstmal öffnen wir die 7 Kilometer Eier, schauen, was da drin ist. Ein Flampion schon wieder. Flampion, ja, Flampion, genau, mit 21 Bonbons. Das ist richtig cool. Wie gesagt, ich habe ja gemeint, ich will da auf jeden Fall noch Bonbons sammeln, weil ich vielleicht auch mal eins hochziehen möchte. Wintel, Tarantino, Alto, Adige, Italien. 15 Angriff, 14 Verteidigung. Sieht eigentlich ganz heftig aus. Davon gerne noch ein 100er, dann würde ich das sofort maxen. Obwohl dann, na gut, von dem Weißen möchte ich eigentlich gar kein 100er, weil das Weiße sieht hässlich aus. Das Flampivian in der Weiterentwicklung. Ich möchte eigentlich das Rote maxen. Was kommt aber höher? Im Endeffekt kommt das Weiße höher und ist nützlicher? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Galamauzi aus Hanau, Hessen, Deutschland. Grüße an die Hanauer. Ist aber nicht so gut von der Bewertung, da war das Flampion natürlich besser. Und es wurden natürlich auch jetzt schon neue 7 Kilometer Eier angekündigt. Darauf kommen wir aber auch gleich zu sprechen. Das nächste Mauzi und vor allem, das hat ja trotzdem einen richtig dünnen Körper. Wenn man so guckt, denkt man, das ist voll flauschig und voll fett. Aber das hat einen dünnen Körper. Und das, was vorne runterhängt, ist einfach der Bart. Mauzi hat also einen Vollbart. Das mit 15, auch Angriff aus Auenwald, Baden-Württemberg, Deutschland. Nehmen wir auch mit. Haben wieder mal kein Sternstück an. Wie gesagt, ich habe kaum noch welche. Ich mache die eigentlich immer nur an, wenn es doppelt Staub gibt oder dreifach Staub bei irgendwelchen Events. Ich finde, das lohnt sich dann mehr. Oder in Verbindung dazu, wenn Eier aufgehen. Jetzt ein Flunschlick aus Zwickau, Sachsen. Ist uninteressant eigentlich, aber die Bonbons nehmen wir auch mit. Falls wir mal einen Gala-Flunschlick hochziehen, das ist ja trotzdem gut für die Superliga, das sage ich glaube ich in jeder Folge. Und da ist auch schon das Gala-Flunschlick. 11,92, 18 Bonbons noch dazu und schlechte Werte. Mistelbach, Bayern. Ich habe schon Leute gesehen, die haben natürlich schon ein 100er Gala-Flunschlick gebrütet. Die haben schon ein 100er Flampion gebrütet, die haben ein 100er Mauzi gebrütet, alles in den Gala-Formen. Das nächste Flunschlick mit 17 Bonbons. Fredersdorf, Vogelsdorf, Brandenburg. Das dürfte von Steinzeug sein. Ne? S, Steinzeug, Sabrina. Gut, ist alles das Gleiche. Ich darf den Namen nicht so oft sagen. Das cutte ich jetzt immer raus. Ich lasse mir irgendein Codewort einfallen, dass ich nicht den Namen ausspreche, sondern irgendwas anderes sage. Meinerschaft Bayern, Deutschland. Das nächste Mauzi. Uninteressant, ne? Aber hätte shiny sein können. Wir gucken weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel noch kommen. 3 Stück vielleicht noch. Noch ein Zickzacks, wo ich ja in der letzten Folge, glaube ich, 3 Stück gleich hintereinander bekommen habe. Das war richtig genial. Wiesbaden, Hessen, nehmen wir auch noch mit. Verteidigung 15. Schon wieder auf die Zunge gebissen. Eigentlich hätte ich heute auch das 5. Kapitel noch gleich hochladen können. Das ist ja auch schon fertig. Aber ich wollte euch einfach das heute zeigen und morgen dann das 5. Kapitel. Noch ein Gala-Flunschlick mit 15 Bonbons. Auch wieder 15 Angriff. Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Das waren jetzt, glaube ich, die Eier. 4500 Erfahrungspunkte. Und wir gucken uns mal kurz an, was wir an News hier dabei haben. Dazu mache ich auch mal die App zu. Ich werde euch einfach Bilder einblenden, zur Not die, die mir Sabrina hier geschickt hat, ne? Denn komischerweise die, die mir Sabrina geschickt hat, sind dieselben wie hier in der Pokémon Go News Gruppe. Also hatte die ja wahrscheinlich auch einfach da rausgezogen oder die gibt's und die haben die auch genommen. Vielleicht hat Sabrina denen auch die Bilder geschickt
und die benutzen die Bilder von Sabrina oder Sabrina benutzt die Bilder von denen. Ich weiß es nicht. Ich benutze auf jeden Fall jetzt die Bilder aus der Gruppe, weil das dieselben sind, wie sie geschickt hat. Das klingt schon richtig genial. Neue Features, Sticker für Geschenke und Raid-Einladungen für Freunde. Es gibt also bald Geschenksticker, wo ihr ja, glaube ich, wenn ihr Geschenke öffnet, welche bekommen könnt von anderen, die ihr dann wieder auswählen könnt, wenn ihr Geschenke verschickt. Und wenn ein Geschenk aufgeht, werden die euch angezeigt. Ihr könnt euren Freunden also eine Freude machen, indem ihr lustige Sticker auf eure Geschenke klebt. Dann dauert das Geschenkeverschicken also noch länger. Ihr könnt über bestimmte Aktionen dann Sticker bekommen, aber auch welche im Shop kaufen. Bestimmte Aufmachungen, bestimmte Designs, stand glaube ich dabei auch, dass ihr die im Shop erwerben könnt. Also wer dafür Geld ausgibt, der muss mal einen Monat lang nur Gurken essen, weil der hat sein Leben auf jeden Fall nicht mehr im Griff. Dann, das was eigentlich richtig interessant ist, sind die Raid-Einladungen. In der Lobby eines Raid-Kampfes könnt ihr bis zu 5 Trainer einladen. Bis zu 5 Trainer. Indem ihr auf das Plus-Symbol tippt, die Einladung wird dem Freund als Push-Mitteilung und dem Bildschirm in der Nähe angezeigt. Die eingeladenen Freunde verbrauchen ihren Raid-Pass erst dann, wenn der Kampf beginnt. Was mich jetzt interessieren würde, geht das wirklich bei jedem Freund oder braucht man dazu auch ein bestimmtes Freundschaftslevel? Wäre ja komisch, wenn ihr befreundet euch neu, dann kann ja einer, hey, kann jemand einen Raid mit mir machen? Ich, ja, gib mal deinen Code her, lade ihn direkt ein, er macht Raid mit, dann lösche ich ihn wieder. Könnte man machen, wenn das so ist. Eigentlich wäre es nur sinnvoll, wenn das ab Stufe 3 geht, weil ab Stufe 3 die Hyperfreunde, das heißt ja, man hat wirklich viel mit den Freunden gemacht, man hat mit denen viel gelevelt, man hat viel Geschenke ausgetauscht, die sind aktiv, du bist aktiv, ihr habt es so weit gebracht, die dann mit zum Raid zu nehmen, wäre eigentlich viel logischer, als Hinz und Kunz mit zum Raid zu nehmen, wenn da irgendein Fremder kommt. Aber das könnte man natürlich dann so nutzen. Ich weiß nur nicht. Ich denke mal, das wird trotzdem nicht direkt für alle sein. Ich denke trotzdem, das ist ab einer bestimmten Stufe. Das ermöglicht aber ganz neue Perspektiven. Zur Not mache ich meine Raids ja sowieso selber mit 6 Handys, 6 Accounts. Und wenn ich dann zusätzlich in diese Lobby, wo 6 Leute drin sind, noch 5 Leute aus meiner Liste einladen könnte, Leute, die sagen, sie würden einfach gerne einen Raid mit mir heute machen. Wenn man jetzt, ich denke dann nur hier an Stefan Landei oder so, Biala von Main, Sören, da Julchen, keine Ahnung, wie sie alle heißen, ne? Hannes Schröder. Da sind so viele Leute da, die auch aktiv jedes Mal im Stream mit dabei sind, mit denen einfach zusammen einen Raid machen, das ist bestimmt richtig genial. Aber auch andere Leute, die im Stream oder unter den Kommentaren immer sagen, sie sind Dorfspieler, es gibt nicht genügend Leute bei denen, sie haben den Raid-Boss noch nicht, sie würden einfach gerne mal einen Raid machen, einen Fünfer. Dann hätten die Möglichkeit, ich lade die zu meinem Raid mit ein, ich mache den Fünfer Raid-Boss. Es ist egal, was die für Pokémon haben oder für ein Level, die haben die Chance, den dann zu fangen. Man kann die Zuschauer mit einbringen, man kann denen helfen, die durch einen Fünfer-Raid schleppen. So, also wenn die Möglichkeit haben, mich zu erreichen und wir können uns absprechen, dann ist das so eine geniale Sache für mich jetzt schon, um einfach euch auch noch was mitzugeben. Denn ich sehe es so oft, dass die Leute sagen, sie haben den Raid-Boss verpasst und den, weil einfach keine Fünfer zustande kommen, weil die einfach nichts machen können. Und da gibt es die Möglichkeit, oder gerade auch zu Raid-Stunden oder so, dann weiß man ja, da ist viel los, verabredet man sich, nimmt 5 Leute dazu, dann kann man auch einfach mal nur mit einem Handy spielen, wenn 5 andere noch dabei sind. Das klingt auf jeden Fall richtig genial, wie das dann im Endeffekt umgesetzt wird, ob das ab einem bestimmten Level ist oder was sonst da für Probleme noch gibt oder auftreten, ob das alles so funktioniert, sehen wir natürlich dann, wenn es integriert ist. Dann kurz eine Ankündigung zu den 7-Kilometer-Eiern, die werden sich auf jeden Fall jetzt wieder ändern, wenn die Champ der Nostalgie-Herausforderung zu Ende ist, also dieses Event. Dann gibt es nicht nur die Galar-Pokémon, sondern auch die Alola-Pokémon wieder in den Eiern. Jetzt habt ihr ja die Galar-Pokémon drin, in ihren normalen Formen und in ihren Galar-Formen. Da wundern sich einige immer, wenn sie sagen, hä, ich habe ein normales Mauzi ausgebrütet, da stimmt doch was nicht. Doch, die sind in der normalen Form drin und in der Galar-Form. Und nach dem Event soll es so sein, es sind nur noch die Galar-Formen der Galar-Pokémon drin und nur noch die Alola-Pokémon in den Alola-Formen. Dann habt ihr zwar das Problem, wenn ihr Galar wollt, ihr brütet aus Versehen Alola aus, aber ihr könnt natürlich auch, also die Normalformen sind komplett weg, ihr habt trotzdem dann die Chance, die meisten Alolas gibt es ja auch als Shiny, habt da also interessante Pokémon dabei, wenn ihr noch
ein 100er wollt, weil ihr die ja nur brüten könnt, dass ihr wirklich nur die Alolas und die Galaren bekommt. Also auch nach dem Event hat man weiterhin die Chance auf Gala, zusätzlich halt Alola. Wie findet ihr das? Schreibt's mal rein. Und dann noch was Geniales. Latias und Latios kommen für ein besonderes Raid-Wochenende zurück. Wir haben ja schon den Artikel von Go Games, war das glaube ich, uns angeguckt. Da wurde das ja schon im Code gefunden. Jetzt bewahrheitet es sich also wirklich. War abzusehen, dass das passiert. Jetzt gibt es auch ein genaues Datum, nämlich am Freitag, dem 12. Juni von 8 Uhr Montag bis Montag, den 15. Juni um 22 Uhr. Also Freitag früh um 8 Uhr. Bis Montagabend 22 Uhr könnt ihr dann Latios und Latias raiden ein ganzes Wochenende lang. In den 5er Raids gibt's beides als Shiny. Einigen fehlen dann noch die Shiny-Formen, manchen fehlen noch die kompletten Pokémon. Ich bin eigentlich nicht so gehypt. Ich habe die schon alle, ich habe von beiden auch schon zwei gemaxt und habe die beide schon als Lucky Shiny, habe die als Shinies, habe die normal, habe gute IV. Ich werde die freien Raid-Pässe dann wahrscheinlich wegmachen. Seid ihr drauf gefasst? Seid ihr gespannt? Macht ihr eine fette Raid-Tour? Wie gesagt, am 12. Juni geht's los, am Freitag um 8 Uhr bis Montag. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet und was ihr am coolsten findet. Ich denke sicherlich die Einladfunktion der Freunde. Das war's aber von meiner Seite aus. Der Akku ist auch nur noch 3 Minuten da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Tschüss.